Diesmal gehen wir bei diesem Vortrag ein bisschen einen anderen Weg. Ich will hier heute zum Ende des Vortrags jetzt nicht ein spezielles Produkt vorstellen, sondern ich will mehr einen kleinen Denkanstoß geben. Und zwar, wie gesagt, auf diese Frage, ist ein sicheres Dokumentenmanagement überhaupt noch möglich? Und zwar, in der Einladung steht sogar noch drauf, heute in Zeiten von WikiLeaks und von Anonymous. Aber wie gesagt, dazu ein bisschen später. Ich will kurz einmal noch das Unternehmen vorstellen, die Soraban IT-Beratung. Im Folder wurden wir bereits bezeichnet als Soraban Creative Solutions. Wir wollen in den nächsten Monaten eine kleine Umbenennung vornehmen, weil wir gehen sehr stark in Innovationssachen, wir gehen sehr stark in Förderungsanträge und in Ausarbeitung von neuen Softwaredokumenten. Wie gesagt, die Gründung geht zurück auf Februar 2006, damals noch unter einem anderen Namen, unter der Firma Isol. Wir haben uns dann 2010 umfirmiert, sind zwar immer noch das gleiche Unternehmen, nur mit einem anderen Namen. Entstanden aus dem Projekt Zentralen Melderegister, wir sind seit Anbeginn im Bundesministerium für Inneres tätig, gemeinsam mit anderen Softwarepartnern und haben dort die Grundsteine gelegt für die zentralen Registerapplikationen, die heute noch dort laufen. Wie Sie sehen, Kooperation Bundesministerium für Inneres und IBM, das sind so unsere stärksten Vertragspartner und wir verfügen so im Schnitt immer zwischen 18 und 20 Mitarbeiter groß. Portfolio, ein klassisches IT-Portfolio, IT-Projektleitung, Analyse, Softwareentwicklung, also alles, was ein normales IT-Unternehmen quasi am Markt anbietet. So, aber jetzt eigentlich zum Hauptthema dieses Vortrages, sichere Kommunikation in Zeiten von WikiLeaks und Anonymous. Wie bereits zur Einleitung gesagt, es soll ein kleiner Denkanstoß sein. Wir haben kein fertiges Produkt in dieser Richtung, es gibt auch zwar hunderte verschiedene Produkte in diesem Bereich, aber andererseits auch wieder zu wenige, die eine Sicherheit hervorgeben. Wenn Sie vielleicht die Medien am Wochenende durchgeblättert haben über die Osterfeiertage, erst wieder gestern passiert, die FPÖ-Seite wurde durch Anonymous wieder auseinandergenommen und durch bunte Ostereier ersetzt. Das sind einfach Dinge, die werden immer und immer wieder passieren. Es wird halt nur schlimm, wenn halt wirklich Daten verloren gehen, auch was in letzter Zeit mehrmals passiert ist, zwischen den Kommunikationen. Und so schauen halt im Schnitt die Pressemeldungen in diesem Bereich aus, dass Meldungen geleakt sind, präsentiert werden. Man, dieses bunte Pony kennen, glaube ich, inzwischen auch schon die Meister. Vor einem Jahr kannten es die wenigsten, jetzt weiß jeder, Anonymous. Es ist zwar das offizielle Logo, da ist im Österreich-Wappen drinnen, aber das kennen komischerweise die wenigsten. Alle gehen auf das Regenbogenpony los. Und nur zur Information, wenn Sie den Begriff WikiLeaks in Google eingeben, kommen derzeit aktuell 91 Millionen Treffer. Also das ist schon was. Und das eigentlich zu Zeiten, seit WikiLeaks, glaube ich, seit Mai oder September 2010 keine Veröffentlichung nicht mehr durchführt, weil wie Sie wissen, einer der Mitgründer oder einer der Repräsentanten des Unternehmens sitzt, glaube ich, in England oder in Schweden noch in Haft und die Amerikaner haben das alles dicht gemacht. Aber trotzdem, Daten verschwinden ganz einfach. Ich merke das immer wieder auch in meiner Branche. Sie gehen zu Meetings, Sie treffen Kollegen, Sie treffen Partner und Sie werden zum Teil über Fakten informiert und zum Teil werden Ihnen Dokumente hingelegt, wo Sie sich oft denken, bitte, wie kommen die eigentlich außer Haus, wie kommen die eigentlich in diese Hände, beziehungsweise wie werden diese Dokumente weitergereicht. Und hier gibt es einfach verschiedenste Denkansätze und hier sollte man wirklich mal massiver nachdenken. Die Gefährdungsvarianten, es gibt eigentlich eh nur zwei Varianten, also ein Angriff von innen nach außen, ein Angriff ist gut, Daten werden von innen nach außen getragen. Das heißt, die Schwachstelle ist der Betrieb selbst, beziehungsweise die Mitarbeiter in diesen Unternehmen. Es passiert einfach viel, viel zu leicht, dass Dokumente einfach von Unternehmen nach außen getragen werden und irgendwo im Netz repräsentiert werden. Ich sage nur, jetzt war auch gestern wieder ein Bericht, wo ein Unternehmer ein Verfahren gegen eine Mitarbeiterin, glaube ich, verloren hat sogar, wo sie quasi geschimpft hat über den Chef. Man, das Schimpfen ist eine Sache, aber ich sehe mehr und mehr, dass wesentliche Bestandteile, Geheimnisse, Informationen über Projekte über diese Medien nach außen getragen werden. Andererseits Informationsverlust hervorgerufen durch Angriff von außen. Diesen Angriff von außen können wir einfach nicht verhindern, das geht gar nicht. Es wird immer wieder Hacker geben, es wird Interessentengruppen geben, die quasi von außen angreifen. Nur, man sollte ihnen die Plattform, wo sie hinkommen, keinerlei Daten zur Verfügung stellen. Es passiert einfach zu oft, dass einfach aufgrund von durchlässigen Sicherheitssystemen einfach Datenbanken, Textfiles,
einfach vor der Firewall oder nur knapp hinter der Firewall oder auf einem Webserver einfach stehen bleiben, weil man sagt, naja, da kommt eh keiner hin, das interessiert eh keinen. Aber heutzutage ist jeder Datensatz interessant, weil mit einem Datensatz kann man so schnell Verknüpfungen, Vernetzungen machen, dass, wie gesagt, jeder von uns extrem gefährdet ist im öffentlichen Leben. Kann man Dokumente sicher im Unternehmen halten? Es wird sicher einige hier im Saal noch geben, die kennen diese Dinge noch, was hier auf der am Board oben stehen. Und zwar 3,5 Zoll Disketten. Wie gesagt, meine Kinder kennen sie schon nicht mehr. Die fragen sich immer wieder, was ist das in Zeiten von diesen? Beziehungsweise eine 3,5 Zoll Diskette, die verschließbar ist. Ich kann mich zu meinen Zeiten noch erinnern, Beginn der 90er in der Versicherungsbranche, dass es PS2-Arbeitsplätze gab, diese berühmten IBM-PCs, die in Massen ausgeliefert wurden. Und da wurden diese PCs gesichert mit diesen Disketten. Das heißt, die haben wir reingeschoben, abgeschlossen und siehe da, der Mitarbeiter konnte auf der Maschine ohne Probleme arbeiten, aber es war ihm nicht möglich, irgendwelche Dokumente rauszubringen. Warum? Das einzige Medium, die Diskette, gut, konnte er nicht einschieben. Ein Internet in dem Sinn gab es noch nicht. Das Einzige, was ihm geblieben ist, ist der Ausdruck. Dass er quasi das Dokument sich ausdruckt und mit nach Hause nimmt. Aber das war damals auch nicht so ohne, weil auch wir hatten damals schon Sicherheitsvorschriften, wer wann wo was ausdrucken darf, beziehungsweise dass es ihm zugestellt wurde. Das heißt, oft habe ich das Gefühl, dass zu diesen Zeiten die Sicherheit von Dokumenten höher angeschrieben war, als sie heute ist. Was ist heute? Die Kommunikationswege von heute. Gut, ein klassisches LAN-Kabel. Sie können heute mit einem dieser Stecker die ganze Welt erreichen. Sei es jetzt ein Dokument, sei es jetzt ein Video, sei es jetzt live oder online, sie kommen überall hin, mit diesen paar Litzen von Drähten, die da drinnen stecken. Und das geht noch weiter. Über dieses Kabel natürlich Facebook, Twitter, Skype und das klassische E-Mail. Ein Mitarbeiter kann heute aus Dokumenten einfach mit Copy and Paste von ihrer zentralen Platte des Unternehmens Daten einfach kopieren, in ein E-Mail stecken, wegschicken, futsch. Sie kriegen das nicht mit, höchstens sich schon regelmäßig die Reports auf ihren Mail-Servern an. Die Daten sind einfach weg, unwiederbringlich. Oder er muss es ja nicht einmal über den Firmen-Mail-Server machen, es reicht ein normales GMX-Konto. Er öffnet sich in der Firma im Internet sein GMX-Konto, schickt es weg und Sie sehen das Ding nie wieder. Das ist einfach verloren. Die zweiten Möglichkeiten, Speichermedien von heute. Sie haben vorher gesehen, diese Diskette. Damals hat man Disketten ausgeteilt ohne Ende. Ich weiß selbst, ich war auch mal jung und wir haben Disketten ausgetauscht. Nicht nur Spiele, sondern auch Dokumente und Softwarepakete. War, glaube ich, einer der häufigsten Sportarten, Windows zu kopieren und Word zu kopieren und die damaligen Office-Versionen durch die Gegend zu kopieren. Heute geht es viel schneller. Heute hat jedes Gerät mindestens einen USB-Stick. Mindestens einen. Und an diesem USB-Stick können Sie Speichermedien, einen USB-Stick von 64 Gig ohne Probleme anstecken. Oder Sie nehmen gleich eine externe Festplatte, die mehrere Terabyte schon machen, abziehen kann. Die Daten sind fort, die sehen Sie nie wieder. Nur, welche Möglichkeiten hat man jetzt dagegen? Wollen Sie jetzt bei jedem Gerät das Internet streichen? Wollen Sie bei jedem Gerät die USB-Sticks zumachen? Ist zum Teil sehr, sehr kontraproduktiv. Vorsorgemöglichkeiten, das sind jetzt sehr überzogene Vorsorgemöglichkeiten, Internetzugang sperren. Das ist immer so ein Problem. Ich kenne Unternehmen, die machen das konsequent. Die sagen, na, ich will mir das mit Facebook und Twitter und das ganze Mailgeschichten mit GMX alles gar nicht antun. Nur, das Problem ist das, heute finden Sie im Internet auch sehr, sehr viele gute und wichtige Informationen. Ich meine, ich kenne das von unseren Entwicklern, die sind im Betrieb, wenn Sie 8, 10, 12 Stunden arbeiten, sind Sie davon die ganze Zeit zu 100% im Internet. Warum? Sie entwickeln, kommen auf einen Fehler, man sucht sofort im Internet nach Lösungen und innerhalb von Sekunden haben Sie diese Lösungen. Das heißt, wenn Sie diese Zugänge wegstreichen, können quasi Ihre Mitarbeiter nur mehr bedingt zu Informationen und Daten gelangen. Das ist nicht nur, wie gesagt, für die Entwicklung, auch für Marketing, Vertrieb. Wenn Sie Analysen durchführen, Sie gehen heutzutage in den Wikipedia und haben alle Informationen frei Haus auf Ihrem Bildschirm. Sperren Sie diese Zugänge, kann der Mitarbeiter nur mehr bedingt Informationen bekommen. Interne Ordnerstrukturen, noch strenger verwalten. Der Administrator ist überhaupt verlässlich. Man nur zu Informationen. Es gibt ja eine Zahl, wie viele Zugänge zu Ordnern, die Berechtigungen oder Dokumente über die Administrator laufen. 90%
der verlorenen Dokumente und Informationen laufen tatsächlich über die Administratoren. Die haben das Ding ja in der Hand. Ist er ihnen gut gesellt? Sagt er, na gut, ich schütze mein Unternehmen. Gut, eines Tages ist er schlecht drauf. Mein Chef, das lassen wir so sicher nicht bieten, meint er, gut, ich habe dann Bekannten, der braucht die Information und schon ist sie weg. Und auf diese internen Ordnerstrukturen, wo sie quasi Vorgaben geben zur Sicherheit, wer wann wo wie zugreifen darf, das hat alles der Administrator in der Hand. Und da gibt es immer noch den alten Trick aus den 80er, 90er Jahren, wo quasi Security-Firmen erstmals Banken kontrolliert haben oder Serverräume kontrolliert haben auf Zutrittsberechtigungen. Sie wissen, glaube ich, schon, wie man am schnellsten in einen Serverraum oder in eine Bank kommt, wo drinnen Leute sitzen, man klingelt draußen an und sagt, der fragt, wer ist draußen? Man sagt ganz einfach, naja, ich bin's, lass mich rein. Und Sie werden sehen, zu über 70% macht es und die Tür geht auf und Sie sind drinnen. Und genauso funktioniert es auch mit den Administratorenrechten. Ich weiß das selbst aus eigener Erfahrung. Man ruft eine Key-Person an und sagt, geh bitte, stell mir bitte das schnell ein, ich brauche die und die Zugriffsrechte, gehen wir mal Mittagessen. Und keine zwei Minuten später macht es Kling und Sie kommen auf den Ordner hin. Und auch zu gefährlichen Daten natürlich, die nicht nach außen gehen sollten. Neue Speichermedien. Gibt es jetzt immer so Begriffe wie von Dingen, die hoch im Himmel sind, ja, so weiße Wölkchen. Da stellt man doch sicher alles in die Cloud hinein. Es gibt sichere Clouds, keine Frage. Es gibt abgesicherte Clouds, auch keine Frage. Aber wissen Sie wirklich, wo Ihre Daten dann immer sind? Das wissen die wenigsten. Weil in einer Cloud, in einer öffentlichen Cloud, werden die Daten irgendwo verspeichert. Die geistern quer durch die ganze Welt. Und können Sie sicher sein, dass dort nicht auch jemand anderer zugreift? Auch als Beispiel vor einem Jahr, ein Absturz von, ich glaube es war der Amazon-Rechner, der auch in der Cloud steht, und siehe da, plötzlich wurden Dutzende Unternehmen, europäische und amerikanische Unternehmen mitgerissen und keiner hat gewusst, warum. Keiner hat gewusst, warum. Eine Cloud hat quasi ein Zugriffsproblem gehabt und reißt einen halben Wirtschaftszweig mit. Weiters ist auch bei den Speichermedien auch zu beobachten, immer die Frage, wie quasi Ihre Informationen durchs Netz gehen, wenn wir schon beim Abspeichern dieser Informationen sind. Es gibt sehr wohl Analysen, und die sind nicht ganz ohne, über den Verlauf des Internetverkehrs quer durch die ganze Welt. Es ist inzwischen schon ein Dreivierteljahr her, einen Zeitpunkt, wo es chinesische Hacker geschafft haben, und die Chinesen sind in dem Punkt sehr, sehr kreativ, muss man sagen, und die haben da wirklich ein Wahnsinnswissen in der Zwischenzeit schon aufgebaut. Die haben es geschafft, den kompletten Internetverkehr weltweit 20 Minuten über ihre Server zu ziehen. Ich will jetzt gar nicht wissen, was in diesen 20 Minuten alles mitprotokolliert worden ist. Aber das ist passiert. Drucker abschaffen. Das profanste Mittel überhaupt. Ja gut, wenn ich keine Internetverbindung mehr habe hin und her, na, ich kann das Papier immer noch ausdrucken. Gut, man weiß inzwischen auch, dass mit der Abschaffung des Papiers in den Büros der Papierverbrauch gestiegen ist. Mit den Drucker hat sich das ja nach oben getrieben ohne Ende, um ein Vielfaches, und man druckt sehr, sehr viel auf. Und sind Sie sicher, dass, wie gesagt, die Dokumente, die ja da ausgedruckt werden, auch wirklich im richtigen Ordner landen, wirklich richtig abgeheftet werden? Werden sie auch vernichtet? Werden sie in den normalen Papierkorb geworfen? Auch ersetzt wieder ein Thema, wo diese Krankenakten von der Psychiatrie im Altpapier gelandet sind. Und das mit der Ausrede, naja, die Putzfrau hat das gemacht. Okay, wenn Sie von diesen Daten betroffen sind, schaut es natürlich auch blöd aus, wenn das in falsche Hände gerät. Oder die IT ganz sperren. Gehen wir wieder zurück, so wie wir in den 70er gearbeitet haben oder zu begonnen oder aufgehört haben zu arbeiten. Alles wird schön brav in Ordner abgelegt, nichts geht außer Haus, die Leute werden kontrolliert, ob sie nicht mit Ordner nach Hause gehen und. Das kann es auch nicht sein. Wie gesagt, 100% Lösungen in dem Bereich gibt es nicht. Es gibt sehr, sehr viele Lösungen, es fehlen aber in vielen Bereichen noch sehr, sehr viele Lösungen. Weil vorher das Thema war, Drucker abschaffen. Es ist zum Beispiel eine der größten Schwachstellen in Ihren Unternehmen, und das wissen wirklich nur die wenigsten, ist zum Beispiel der Druckserver. Alles, was irgendwann einmal über dieses Gerät oder über diese Applikation läuft, kann von dort aufgerufen werden. Sie können noch so sichere Ordnerstrukturen haben, noch so sichere. Wenn das einmal über diesen Druckserver drüber läuft, dann kann es jemand mitschauen, abziehen, kopieren oder sonstiges. Hier gibt es Lösungsansätze, jen.
kann man jetzt wirklich sagen, sie sind noch nicht wirklich sicher. Wir haben eines bemerkt, dass das größte Sicherheitspotenzial in der Firma selbst immer noch ist. In der Verwaltung ihrer IT, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen, wie sie die Mitarbeiter quasi berechtigen, auf ihre Systeme zuzugehen und wie sie sie weiter verwalten können. Angriffe von außen sind eine Sache, aber leider nicht vermeidbar. Und wie gesagt, wir wollen hier einfach einen Denkanstoß geben, gemeinsam vielleicht Lösungen hinzuarbeiten, neue Produkte anzudenken, neue Ideen einmal umzusetzen, wie kann man das verbessern, wie kann es noch sicherer für alle werden. Weil es betrifft ja nicht nur Ihr Unternehmen oder, wie gesagt, ich sehe auch sehr, sehr viele Behördenvertreter, oft das Ministerium oder die Behörde selbst, sondern die Daten werden dann weitergegeben und können zu massiven Schäden in ihren Bereichen führen. Wie gesagt, unsere Intention ist es jetzt in den nächsten Monaten, wir haben hier einige Denkansätze dazu, wir wollen diese auf die Beine stellen und suchen immer noch Partnern, die uns quasi gemeinsam auf diesen Weg begleiten wollen, dass wir hier eine gemeinsame und vielleicht in eine sichere Zukunft schauen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.